Ich glaube, wir stehen im Wald. So, heute laufen wir aufs Lambertskreuz. Startpunkt ist Neidefels, Vordertalstraße. Da unten kommen wir quasi hoch. Dann haben wir da schon ein Schild. Ne? Und dann geht es da ewig weit den Berg hinauf. Und die Fine ist natürlich auch wieder dabei. Wetter ist leider jetzt nicht so toll. Ich wollte eigentlich gestern gehen, habe es aber nicht geschafft. Deswegen gehen wir jetzt trotzdem heute, auch wenn das Wetter nicht so toll ist, weil, wie ihr wisst, bei Scheinwetter kannst du reden. Es sind ungefähr 3,5 Kilometer von hier. Ka? Jawohl. Auf dem Weg vom Vordertal, von der Vordertalstraße hoch, sieht man auch noch schön die alten Gehwege. Also das ist auch ganz toll. So, dann, uiuiui, gucken wir mal, was uns da heute erwartet, ne? Thank you.
ziemlich oben. Man sieht es auch schon. Man hört es auch schon. Es ist alles sehr ruhig. Abgesehen von mir da hinten geht es bei der Runde an die Lichtensteinhütte. Und da hat man jetzt quasi verschiedene Möglichkeiten, noch ein bisschen zu laufen. Ne? Da geht es unter anderem auch noch auf den Stoppelkopf, den hinteren Stoppelkopf. Man kann natürlich auch auf den mittleren Stoppelkopf, bis auf Deisen, zum kompletten Stoppelkopf. Stoppel, die Stopp. Ja, aber wir laufen jetzt mal Lambertskreuz. Und dann gucken wir mal, wie fit wir noch sind. Ich merke es brutal. Also, das ist, ich weiß nicht, wer von euch schon der Drachenfels gelaufen ist. Wenn du unten vom Saupferch loslaufst, von der Vorstadt, da kannst du dann Querfeldnuff quasi. Oder wie beim Eckhop Querfeldnuff. Das ist quasi vergleichbar. Also, das geht gut neu da. Aber wunderschön. Also, wenn man dann mal so auf 500 Meter ist, fängt man auch das Ganze zu genießen. Vorher ist sehr anstrengend. So, was haben wir da jetzt? Der Wilhelmsweg. Seht ihr da? Am Bämsche. Du. Und dann geht es da mit Blau-Weiß und Rot-Blau weiter. Jetzt muss ich auch erst mal gucken. Weil da hinten geht es nämlich auch noch weiter. Weil das ist jetzt auch gerade mein erstes Mal, hoffe. Genau, ich gucke jetzt mal und dann melde mich wieder, gell? Lambertskreuz. Wir haben es geschafft. Heute ist nicht ganz so viel los, weil Sauwetter. Ja. Wie gesagt, alles in allem eine schöne Tour, aber stelleweise echt anstrengend, gell?